Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Raft. Jetzt wollten wir heute mal zur letzten Relaisstation uns auf den Weg machen, wenn ich hier aus Ort durchkomme, ohne festzustecken. Und Brunos Hammer auch irgendwie zurückbringen und mal schauen, was wir in der letzten finden. In der letzten Relaisstation oder ob wir noch irgendwo anders hin müssen. Nein, geht. Alter, hier geht's ja noch weiter. Wie groß ist denn die Insel? Da ist eine, hier ist eine, da vorne ist noch eine. Oder ist das die andere? Ich glaube, das hier ist schon das Ende der Insel. Es wird aber auch schon wieder dunkel. Aber ich will mich hier auch nochmal umsehen. Die Insel ist aber auch schon krass riesig. So, Honig nehmen wir auch noch mit. Und die Honigwaben. Können wir bestimmt auch essen. So, für den Fall, dass wir hier am Hungertod leiden oder sowas. Dass wir an so einem so einer Honigwabe lutschen oder so. Ich hänge hier fest. So, hier geht's hoch. Okay, dann heißt es, die andere da hinten noch aufsuchen. Da wir hier oben jetzt nichts finden. Aber ich finde krass, wie riesig diese Insel ist. So, dann jetzt noch über die Brücke da. Und hier war ja auch noch irgendwo irgendwas, wo wir die Machete gebraucht hatten. Stimmt, wir hätten die Steine werfen können auch dahin. Deswegen spawnen die hier so viel. Oh, egal, Stein brauchen wir jetzt nicht mehr. So. Wir haben jetzt auch nur noch 10 Pfeile, weil wir einen verschossen haben, weil wir falsch gezielt hatten. Aber das ist nicht mehr relevant. So, und jetzt Station 6 da hinten. Da müssen wir auch noch irgendwie den Weg finden. Ah, die Bienen lassen wir ausnahmsweise mal in Ruhe, weil die auch Schaden geben. Dann suchen wir hier mal den Weg zu der Station da oben. Und dann müssen wir auch noch wieder diese eine, boah, es ruckelt hier. Diese eine Stelle finden. Ah, da ist wieder ein Bär. Aber hier geht's zur Station. Stimmt, das ist vielleicht hier gewesen, wo wir die Machete gebraucht hatten. Weil es da nicht weiterging. Hier, ja. Hier war es. Ah, okay. Ich kann kaum was sehen. Keine Ahnung, ob ihr was sehen könnt. Bei mir ist es auf jeden Fall dunkler als bei OBS oben, sehe ich gerade. Und noch ein Hinweis. Okay. Die Miranda. So. Dann ist das hier jetzt das Letzte. Mal schauen, was wir hier alles finden. Ah, noch ein Hinweis? Ich höre gar nichts. Der ist aber richtig leise. Oh, they are hiding something. If they figure out there's only space for two of them on the boat. I've decided. I leave the triplets in charge of the remaining relay stations. Bobby will take care of the bears. Yes, it's for the best.
memories of this place. Oh, da chillt ja auch noch jemand. I promise. Na, wer bist denn du? Johnny! Buddy! Yeah, could you be an angel and help me out a bit? I'd owe you big time. Oh man. I would have been a goner without you. Tip for future me. Bears are not cuddly. Say, you wouldn't be a rafter, would you? If you need some muscle on board, look no further. All right, yeah. Leave the heavy lifting to me. Okay, neuer spielbarer Charakter, Johnny. Okay, nice. Dann haben wir jetzt noch einen. Gibt's auch jeder? Sprich mit Johnny, okay. Kraftstofftank aufnehmen. Kraftstofftank, wow. Okay. Und Bruno Schraubenschlüssel, nice. So, was haben wir dann noch hier? Nur noch das hier. Neue Notizen zugefügt. Nein, das hier. So, was ist das Neue? Okay, mehr nicht. Ah, Caravan Town haben wir jetzt. Wir haben Caravan Town gefunden. Aber wir sind hier ja noch nicht fertig. Wir müssen ja noch eine Glühbirne finden und noch eine Säge. Und keine Ahnung, wo die sein soll. Da oben ist ja noch eine Kiste. Gibt es hier noch einen Weg nach oben? Noch höher? Irgendwie. Hier sieht das danach aus. Ja. Ja. Aber ich habe so ein Gefühl, wir haben noch nicht alles. 1408. 1408 Caravan Town, okay. Aber es fehlt noch was. Wir müssen noch ein Werkzeug und eine Glühbirne finden. Ich habe keine Ahnung, wo die sein sollen. Wo geht's denn hier jetzt nochmal raus? Hier geht's raus, aber... Ja, dann gehen wir mal so rum. Ach so. Jetzt ist die Frage, wo kriegen wir die Glühbirne her? Und die Säge. Die haben wir doch hier, oder? Gefundene Gegenstände, Aufnahmegerät, mechanisches Teil. Wofür werden wir die brauchen? Weiß ich noch nicht. Aber solange wir hier noch nicht fertig sind, habe ich jetzt noch nicht vor, das zu verlassen. So. Und hier hinten haben wir auch noch nichts geguckt. Ah, es ruckelt viel. Wir müssen da nochmal hin. Aber jetzt ist es heller, dann können wir jetzt vielleicht in der Höhle besser sehen. Jetzt, wo es Tag ist. Ah, es wird trotzdem dunkel. Aber nicht so... Doch, es wird dunkel. Es wird immer dunkler. Okay, aber wir gehen auch noch mal hier lang. Vielleicht ist hier auch noch irgendwas.
Bisher sehe ich nichts. Hier geht's wieder runter. Oh, noch mehr Wildbären. Ja, da hinten beim Bären habe ich so Gefühl, könnte noch etwas sein. Ich hoffe, die Bienen lassen mich in Ruhe. Der hat mich noch nicht entdeckt. Doch, hat er jetzt. Nein! Bleib bitte weg. Bitte. Ich habe bitte gesagt, Bär. Balu, nein! Nein, Balu, bitte. Ach nö, Balu, bitte. Nein. Ach nö. Nein. Ah. Geschafft. Jetzt sind wir in Sicherheit. Okay, wir gehen einmal nochmal hier hin. So, oh, wir können auch eben schnell Ananas und so weiter essen. Und die Baupläne hier mal. Einmal lernen, lernen, lernen. Okay. Dann würde ich sagen, wir bauen hier uns nochmal eine Kiste, einen Lagerraum, wofür wir nochmal Planken und Scharniere brauchen. Aber wir haben hier doch noch irgendwo Planken gehabt. So, wir haben nur 5, verdammt. Dann packen wir die erstmal übergangsweise hier rein. Dann kümmern wir uns später mal drum. Vom Ananas machen wir nochmal voll. Die Pilze essen wir auch noch. Also die Sachen, die wir im Inventar haben, können wir hier packen. Das haben wir jetzt voll. Nice. Sprott können wir hier packen. Teilbaren haben wir auch wieder voll. Wie echt krass. Das können wir hier hinpacken. Mango Nana. Packen wir auch erstmal hier. Und hops. So, dann suchen wir nochmal die Ranger Station. Vielleicht können wir da schon ein bisschen was reinpacken. Also wir können 2 Sachen schon dran packen. Die Frage ist, wird uns dadurch schon irgendwas Neues freigeschaltet? Irgendeine Möglichkeit oder eher weniger? Ja, komm hoch. So, genau hier lang erstmal. Der Große scheint sich nicht für uns zu interessieren. Wo ist eigentlich das Schild? Nein. Okay. Wir waren nur zu nah. Und jetzt sind wir dem egal. Okay, wir dürfen denen einfach nur nicht zu nahe gehen, aber hier ist kein Straßenschild. Dann nochmal die Richtung. Na, bitte, bleib auf Abstand. Ich tu dir nichts, du tust mir nichts, ja?
Ist das ein Deal? So hoffe ich doch. So, wo geht's nochmal zur Ranger Station? Genau da lang. Boah, erschreck mich nicht. Kleine Hoppelziege. So, da haben wir wieder den großen bösen Bär. Und wir müssen an ihm vorbei. Ja, diese Richtung. Boah, wie ich die Bären hier hasse. Okay, wir warten ab, bis der weg ist. Sobald er weg ist oder weit genug ist, können wir dahin ganz normal hingehen. Und darüber springen. Aber echt, ich finde das krass, was die hier gebaut haben. Solche riesen Spikes. Nur für die Bären oder wie? Was ich auch krass finde, ist, wie Gronkh und Tobi damit damals da Probleme hatten. Die meinten, das Spiel sei dafür nicht ausgelegt, das weiß ich noch. Da oben ist ja noch was. Okay. Benutzen. Benutzen. Benötigt. Okay. Wo finden wir die? Ja, komm. So. Jetzt ist die Frage, wo finden wir die Glühbirne? Vielleicht ist sie doch da oben. Oder warte, wir haben hier eine Karte bekommen. So, okay. Satelliten 4, 6 und 2. Und hier ist diese Bärenhöhle. Und hier ist wahrscheinlich die Ranger Station. Aber so ist die Insel gebaut. Aber ich stelle mir jetzt die Frage, wo finden wir jetzt die Glühbirne? Und die Säge. Kann nur noch hier sein, glaube ich. Und ich war zu blöd, um die zu sehen. Die Frage ist nur, wo? Ist die vielleicht hier weiter oben? Hier hinter vielleicht? Oder hier? Hm. Ich habe keine Ahnung, wo ich die finde. Ansonsten würde ich sagen, ich würde dort einmal ganz kurz googeln. Dann wäre ich sofort wieder da. Mache hier einen kleinen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, kleiner Cut vorbei. Ich weiß jetzt, wo ich die Glühbirne ungefähr finden kann. Das heißt, wir müssen zum Mama Bär wieder zurück. Und von da aus suchen. Aber ich glaube, wir gönnen uns mal diese Suppe. Okay, habe ich jetzt anders erwartet.
was die Suppe angeht. Wir müssen nämlich hier noch irgendwo anders kleine Puppen oder sowas finden. Für die Säge habe ich jetzt noch nicht gegoogelt. Ich habe jetzt erstmal nur nach der Glühbirne gegoogelt. Aber ich würde die beiden Sachen zumindest... Autsch. Die beiden Sachen gerne fertig haben. So. Das ist noch nicht Mama Bär. Will ich aber auch noch nicht gegen kämpfen. Mama Bär war wahrscheinlich da hinten irgendwo, oder? Hier war da, glaube ich. Hä? War hier nicht Mama Bär? Nee. Ah, nicht runterrutschen. Okay, wo ist denn jetzt Mama Bär? Hier sind wir auch wieder falsch. Wir müssen erstmal Mama Bär wiederfinden. Also die große Bären hier. Mit den Bären. Die da also mit den Wildbären beschäftigt ist. Och nö. Geht schon wieder los mit dem. Wir müssen eher an ihm hier vorbei. Und wenn er die ganze Zeit hier... Aua! Wenn er hier die ganze Zeit chillt, wird das nicht funktionieren. Ja, ich bin weg! Aua! Gib doch endlich! Autsch! So, reicht mir jetzt auch. Immer ein bisschen Fleisch. Bärenkopf. Also. Ich hoffe, die sind jetzt mir gegenüber harmlos. Was ist denn das? Also wieder so ein Schild. War da vielleicht Mama Bär irgendwo? Ja, hier ist Mama Bär. Und hier ist die Höhle. Das muss alles jetzt rechts von mir sein. Deswegen gehen wir und jetzt schaue ich noch mal nach. Ich habe das ja neben hier offen. Nach starte so, dass die Höhle von Mama Bär rechts von dir ist. Laufe nach rechts an den weißen Bäumen vorbei. Okay, Mama, jetzt liegt mein Handy hier genau auf die Maus. So. Auf deiner linken Seite müsst du einen Pfad, der den Berg hinauf wird, sehen. Steht dann. Also hier vorbei und dann hier, glaube ich, nach links. Wenn das richtig ist.
Und irgendwo müssten Notizen von... Hier. Hier geht's hinauf. Ah? Betrayal. Father trusts the murderers. He would leave us behind. We can't have that. Okay, haben wir. Ah? Father has to make a decision. I know it won't be me, so I will be spared. Not enough boat for all of us. I am sorry, Errol. Tiny little murderer, eine Glühbirne, was? The guilty lay restless. We must be punished if we are to rest. Ernsthaft jetzt? Okay. Alles klar. Das ist geil. Hier, der Bruno ist verrückt geworden. Ja, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge bringen wir die Glühbirne zurück und suchen auch noch die Säge. Dann vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.